herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Montagmorgen, der 2. September, glaube ich, haben wir. Ja, der erste oder zweite? Zweite, glaube ich. Bin wieder ein bisschen planlos. Hab den KMC noch geladen und den schaffen wir heute Morgen hinter nach Pirmasens. Bis auf das, dass wir auf der Straße entladen müssen, sollte das alles recht gut gehen. Sollte. Schauen wir mal. So, hab noch etwa, weiß nicht genau, 6-7 Minuten. Waren graus. Ich gehe mal davon aus, dass die Baustelle jetzt quasi auf der anderen Seite von dem Tal ist. Ja, es ist da, wo die Mauer zu platzen droht. Ich weiß es nicht genau. Das da oben aussieht. Wie schon gesagt, wir müssen auf der Straße entladen, müssen auch auf der Straße der Bagger zusammenbauen und der fährt dann über eine Baustraße irgendwie durch den Wald, fährt er dann ans Ende von dem Grundstück. Keine Ahnung. Wir machen die Baustelle selbst, werden wir nicht sehen, werde ich nicht sehen. Mal gucken, wenn es wirklich geht, dann sparen wir jetzt auch das Abladen auf der Straße. Dann, wenn ich reinfahren kann, dann fahre ich da rein. Da ist zwar eine Kuppe, ja, ich müsste mein Tieflader wahrscheinlich sehr hoch heben. Wenn wir nicht sehen, kann man kurz die Navigation starten. Muss ich hier rein oder muss ich nicht? Kann man da Ampel vorne? Ich glaube, an der Ampel vorne kommt gleich eine Ampel. Gucken wir mal groß hier. Ja, da kommt eine Ampel. Genau.
arbeiten. Direkt hinter der Ampel haben wir damals die Baustelle gehabt. Genau, hier ist die Ampel. Hier geht es jetzt rechts rein. Traurig. Fernbedienung. Ich mach's mal. Ach, hier, das ist eine Baustelle. Lenke ich jetzt ein bisschen mit. Wird eh rechts am, links am Bordstein hängen bleiben. Gehe ich mal aus davon. Weil es einfach von der Straßenbreite nicht wirklich geht. So. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Dankeschön. Baustelle, wie gesagt, wo wir das letzte Mal gearbeitet haben, war hier, da ging es ja auch, da ging es ja richtig steil runter, da ins, links von mir ins Tal quasi. Das sieht ja aus wie ein, da kam doch gerade was Rotes gefahren, okay, das ist da hinten dran, danke. Vorne, wo unser Sprinter steht, da geht's rein. Wenn das wirklich geht, und dann fahre ich da runter. Wenn es nicht geht, dann halt nicht. Da dachte ich, die Straße wäre nicht so breit hier. Aber das geht ja. So, bleiben wir hier mal stehen. Hier ist keine Einfahrt, ne? Oder doch hier. Laufen wir mal vor, gucken mal. Augenblick. Ach ja.
Backe ist drin. Ah, ja. Ich fahre jetzt runter nach Dudenhofen bei Speyer. Hol dort den A29, den Radbagger. Den hole ich, den nehme ich mit nach Hause. Dann vermutlich werden wir dann schon wieder hochfahrende Bagger holen. Ich denke es fast. Ist schon überall eingerissen, weggebrochen. Wirklich einsturzgefährdet. Ja. Was ich überhaupt nicht verstehe, es kommen Anwohner, die dann halt wohnen hier in der Nähe, die das gern als Radweg, als Spazierstrecke nehmen. Sind wirklich sauer auf uns, weil wir den Weg sperren, dass sie da nicht durch können. Ich weiß ja auch nicht, wenn die da laufen und die Mauer stützt ein. Komm, Samo, jetzt zum dritten Mal. Entschuldigung. Ja, wenn die da laufen oder Rad fahren und die Mauer stützt ein, ja, was ist denn dann? Bitte. Ich weiß nicht, was ich manche denken, ob da manche irgendwas denken, ob wir das nur machen, dass wir hier irgendwelche Leute quälen, striezen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die sich denken. Aber. Oder? Passt.
Autos hoch, kann die Straße eigentlich gar nicht gesperrt sein. Ne? Oder es gibt einen Schleichweg, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Danke. Das weiß ich jetzt nicht. Na doch, ist doch gesperrt. Doch gesperrt. Das ist ein Schleichweg. Aber der Bagger steht hier vorne rechts dann in dem Gewerbegebiet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, ob ich da reinfahren soll. Hier rein und gleich die erste links. Aber dann stehst du mittendrin und soll ich nicht? Versuch macht Luch. Nee, immer, ne? Doch, sollte gehen. Absolutes Halteverbot, okay. Hinterrum fahren, da stehe ich gleich richtig rum. Ne? Ich fahre hinterrum. Da stehe ich gleich richtig rum. Ich weiß halt nicht, ob ich da hinten stehen kann, ob ich parken kann. Das ist es halt. Du kannst hier nirgendwo stehen bleiben. Mal schnell. Straße, ne, oder? Ja, einfach, wie gesagt, nicht so einfach. Einfach, nicht so einfach. Moin, könnt hier auf den Schotterplatz fahren vielleicht. Wenn wir das erlauben würden. Kann ja hier nirgendwo stehen bleiben. Kann hier nirgendwo stehen bleiben laden. Ich auf der Schotter fahren hier drauf. Dran stehen bleib, dann mache ich die Einfahrt zu. Ne? Ich fahre raus, dann bleibe ich hier hinten dran stehen. Hinten dran könnte ich stehen bleiben. Hier hinten dran könnte ich stehen bleiben. Durch hier nehmen. Ne? Dann hänge ich ab, stelle mein Fahrzeug hier in der Kurvescheitelpunkt links. Das könnte gehen. So, mag mir das. Also, alles richtig gemacht. Ich wollte überlegen, ob ich runterfahre nach Schwegen am auf der Autohof. Was Gutes essen.
aber es passt schon wieder. Ne? Kann man das hier vorne sehen. Das Plakat, das da hängt, müsste, sollte, könnte, würde, hätte. Alles durchgestrichen und unten drunter steht Marren. Nee, ich fahr nach Hause. Ich würde gerne, ja, aber mach's jetzt nicht. Irgendwie der Bagger steht, der ist eigentlich bündig mit dem Tiefbett. Ja, aber der steht irgendwie über links. Ich hab keine Ahnung, was ich wieder getrieben habe. Keine Ahnung, was ich wieder getrieben habe hier. Halb vier haben wir es vorbei. Ich habe den 29 immer noch geladen. Zu Hause habe noch einen Sortiergreifer dazugestellt und die Schrottschere. Sortiergreifer geht, die Schrottschere beschießen schwer. Das fahre ich jetzt nach Reichenbach, glaube ich, heißt es. Irgendeine Mülldeponie. Ich weiß, wo es ist. Ich bin schon ein paar Mal vorbeigefahren. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ist es Reichenbach oder Reichweiler. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube Reichenbach. Ich hoffe, dass das Tor noch offen ist. Es wäre ja ein Radbagger. Ich denke, ich werde dann vorne dran entladen. Oben drauf steht der Löffel. Hier steht der Greifer. Und da liegt die Schere drin. Wenn es schön macht. Katastrophe, sage ich euch. Lad jetzt mal ab. Lad erst das Werkzeug ab und dann hänge ich ab und dann machen wir weiter.
Dienstagmorgen. Oh, die machen hier heute auch noch schwarz, ja. Auf den letzten Meter gefahren werde hier. Danke. Hol den KMC wieder raus hier hin. Der ist fertig. Der Kollege ist schon vorgefahren, der hat einen 29, glaube ich, mit Gummiketten dabei. Vielleicht sind sie auch schon am Laden, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, noch nicht, ob der Bagger schon oben steht. Kann ich leider auch nicht sagen. Ich bleib hier mal stehen. Stehen beide Busse hier oben, also ich gehe davon aus, die haben den Bagger schon relativ nach oben geschafft gestern Abend. Jo, wir sind draußen quasi. Falls wieder über die B10 rüber nach Landau. Speyer vorher, dann Mannheim hoch. Ja. Die Uhrzeit ist 9.45 Uhr, also es wird Mittag. Es wird bestimmt Mittag, zwei Stunden werden wir brauchen. Also ich. Der Weg ist schon vorgeballert. Mit dem Arm. Drin, ne? Der beschleunigt einfach voll, der bremst alleine, aber beschleunigt dann volle Möhre. Das ist, weiß nicht, keine Ahnung. Nutze jede Luft um die Ecke. So. Schlimmste haben wir geschafft. Hab das jetzt nicht mehr gefilmt, die letzten beiden Tage nur KMC gefilmt. Ich fahre jetzt rüber von Agge nach Bayerfeld, wo dann 330 steht. Den hole ich. Weiß allerdings nicht, wo der hingeht. Keine Ahnung. Jetzt 13 Uhr. Wir mal. Kicken
wir mal, wo der hingeht.
Casino. Läuft. Beflaggung. Läuft. Attacke. Knack. Nee, was machst du dann? Ja, ist ja gut. Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Jetzt habe ich mir die Kamera verstellt. Dann kriege ich gleich angezeigt, dass die halt nicht passt. Drehzahlbegrenzer. Nach Hause, lade ihn drüben, wo die 330 steht, lade ich den ab. So, vor lauter Weltgeschichte herumgucken. Beinahe ins Grüne gerannt hier. Da haben wir noch zwei, drei engere Ortsdurchfahrten, aber die könnt ihr ja eigentlich alle schon. Also nichts Neues. Vielleicht schon ein bisschen länger her, als ich die das letzte Mal gezeigt habe. So, letzte Engstelle. Die ist ein bisschen länger. Zieht sich quasi durch den ganzen Ort. Eieieiei. Komm nur. Klappt durch. Wie es der Teufel will.
ich jetzt jedem Danke gesagt. Ja, Katastrophe. So, jetzt hier dort raus sind es noch ein paar hundert Meter. Und dann ist die B48 wieder eine Bundesstraße und kein breiterer Feldweg. Da vorne hinter der Hecke wird sie dann wieder breit. Aber das war es jetzt mit der Engstelle. Einmal noch die Fahrschulkurve quasi, wo wir uns damals mit drei LKW entgegenkamen. Einer so und ich so. Bisschen enger, aber solange alles heile bleibt, damit meine ich nicht am Fahrzeug oder am Bagger, sondern solange an der Häuser alles heile bleibt, ist das alles gut. An der Häuser und an der Mauern. Die Anwohner finden es zwar nicht so berauschend, sage ich jetzt mal. Wieder breit. Die Strecke von Roggenhausen nach Hause, die ist ja auch schon bekannt. Also nimm den mit nach Hause, lade ihn ab und dann wird sowieso Feierabend sein. Dann ist es etwa 17 Uhr. Dann mache ich für heute die Hack raus. Vielleicht lade ich noch was vor, mal gucken.